Claudia von Fortuna Hilft treffe ich heute und zwar hier auf dem Parkplatz vor dem A-Tor in Ahrweiler. Claudia, hinter uns hast du einen Zirkuswagen, einen Malzirkus. Was ist das für ein Malzirkus? Erzähl ein bisschen. Ja, richtig. Also wir haben sozusagen einen Malzirkus umgesetzt, aufgrund dessen ich bin seit dem ersten Tag der Flut überall im Flutgebiet und natürlich haben wir zuerst versucht, alles umzusetzen, was gerade in der Not gewesen ist. Und jetzt hat sich aber auch einfach gezeigt, insbesondere während unserer Weihnachtswunschbaumaktion, dass Kinder sich einen besonderen Ort wünschen, wo die sich aufhalten können oder wo die dann auch mal spielen können und so weiter. Und so wuchs die Idee. Ja, wir haben ja traumatisierte Kinder, die ja auch unterstützt werden sollen. Wir haben Kinder, die besondere Wünsche haben oder sich mal zurückziehen wollen, auch mit der Familie oder mal einfach einen, ich sag jetzt mal, Videoabend machen möchten, ne? Weil das ist ja teilweise in den Zuhause gar nicht möglich. Und die Kunsttherapeutin, unsere wundervolle Steffi Raths, die hat dann natürlich sofort gesagt, oh ja, gerne, das mache ich sowieso. Mein Atelier ist hier in Bad 9a auch komplett untergegangen und ich kann auch nicht mehr wirken. Können wir da nicht kombinieren? Und wer hat uns zusammengebracht? Die Nathalie Reuscher, nämlich von der Zuversicht, das Versorgungszentrum hier am A-Tor. Und so haben wir das ganz toll verbunden. 5 Fliegen mit einer Klappe sozusagen. Ja, eigentlich 10. Wer kommt denn jetzt hierher und wann und was machen die Kinder dann hier? Also die Kinder von, ich sag jetzt mal, 3 bis 18 kommen hierher. Die Eltern bringen die sozusagen vor den Zirkuswagen, dürfen auch nicht mit rein, weil das so ein ganz geschützter Raum ist für die. Von Montag bis Freitag sind Termine ab nachmittags für die Kinder für die Kunsttherapie und alle anderen Termine, die frei sind, stehen dann zur Verfügung für kreativ, was auch immer. Also von Video gucken bis spielen, bis lesen, bis Geburtstage feiern, also im kleinen Rahmen. Das sind halt so die wundervollen Möglichkeiten, die der Malzirkus dann auch ergibt. Also ihr wollt hier noch vielleicht ein halbes Jahr oder so bleiben? Also Minimum ein Jahr. Okay. Also geplant ist das auf ein Jahr und länger. Wir wissen alle, solche Traumata in der Folge dauern einfach sehr lange. Und wir wollen das wirklich sehr, sehr gerne, sehr lange anbieten mit unserem Team auch. Ja. Und da wir jetzt mittlerweile aus Erfstadt auch Kinder hier haben, schauen wir natürlich auch, dass wir jetzt in anderen Regionen unseren Malzirkus aufbauen. Ihr macht das alles ehrenamtlich und es kostet ja irgendwie auch Geld. Wie kann man euch da unterstützen? Wo nehmt ihr jetzt das Geld her? Ja, es ist dank den vielen Helferengel, auch monetär, nochmal ein ganz großes Dankeschön, ist das natürlich nur möglich. Und geldlos werden können wahrscheinlich wie auf deiner Webseite. Ja, bitte. Fortuna-hilft.de. Ich blende das hier nochmal ein. Genau, da steht dann auch alles drauf und wir freuen uns wirklich über alles. Also, was möglich ist. Ich sage immer, jeder Tropfen macht das Meer. Also auch jeder Cent ist total mit viel Dankeschön anerkannt. Danke. Claudia, vielen, vielen Dank für deine Arbeit. Ich bin gespannt. Wir machen mal einen kleinen Rundgang. So machen wir das. Wunderbar. Yay. Kommt mit. So, hier haben wir jetzt unsere ganz wundervollen, ganz wundervoll kuschelig und angenehm für die Kinder. Ist das toll. Ja, genau. Huch. Och nee, oder? Ja, ganz, ganz toll. Och, da kriege ich ja Pipi in die Augen. Wie schön ist denn das hier bitte? So, hallo, wer bist denn du? Hallo, ich bin die Steffi Raths. Ich bin die Kunsttherapeutin und bin froh, dass ich hier mit den Kindern im Malzirkus arbeiten kann. Großartig. Die Kinder malen hier einfach drauf los oder bekommen die Aufgaben? Beides, beides. Es kommt ein bisschen drauf an, wie verschlossen die Kinder sind. Und man braucht erst ein bisschen Anlaufzeit, um das Vertrauen der Kinder zu bekommen. Und dann ist es so, dass die Kinder, wenn sie frei malen können, ganz schnell zu ihrem Problem kommen. Wenn ein Kind in der heutigen Zeit hier im Hochwassergebiet ein Haus malt, dann sind Wasserschutzklappen auf einmal wichtig. Und das ist natürlich unglaublich. Das ist nicht eine Aufgabenstellung, sondern das kommt von alleine. Und da muss man den Kindern die Möglichkeit geben, das, was sie bewegt, auch auszudrücken. Ja. Wir haben eine voll eingerichtete Küche hier mit kleiner gemütlicher Sitzecke, mit Blick hier natürlich ins Wohnzimmer. Ja. Haben auch hier ein Ceranfeld, Kühlschrank, Tiefkühler und Spülmaschine und inklusive Mikrowelle, sodass kleinere Mahlzeiten auch zubereitet werden können.
Und ganz hinten durch könnte man auch übernachten. Genau, hier, wenn man hier durchgeht. Großartig. Also man könnte hier eine kleine Familienparty feiern. Natürlich, genau. Das war eigentlich die Ursprungsidee, so einen sicheren Raum anzuschaffen. Ja, ihr seht glücklich aus. Glücklich ja. Machen macht glücklich. Ja, absolut. Vor allem gemeinsam machen macht glücklich. Großartig. Vielen, genau. Vielen Dank für euer Engagement. Und ja, bleibt bloß hier, macht weiter. Dankeschön.